sprechen können. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim für die Switch. Ist schon etwas länger her, aber nichtsdestotrotz haben wir noch einiges an Quests hier, die wir machen können. Die werden wir einmal durchgehen und dann vielleicht noch andere Quests finden, denke ich mal. Ja, also, wir müssen die Axt von unserem Jarl zum anderen Jarl bringen. Das machen wir jetzt. Mal sehen, wie die Antwort ist. Wir haben diese Axt ja erst gerade zu ihm hier gebracht. Und dann gucken wir mal, ob dabei was ständiges herauskommt. Die große teuflische Bedrohung ist immer noch Vampir, leider. Ihr habt uns tatsächlich und jetzt irgendwie mal loswerden kann. Vampir zu sein ist irgendwie scheiße. Weil ich die Dinge gar nicht richtig nutze. So, ganz kurz auf die Karte gehen. Wir können auch Schnellreise machen. Das wäre hier einfacher. Winterhelm und Dix. Wird auch am besten. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist lange her mit Skyrim. Es liegt daran, dass jetzt ein paar andere Spiele dazwischen kamen. Aber auf meinem Kanal werde ich wirklich nur noch Nintendo- und PlayStation-Spiele spielen. PC fällt jetzt weg, leider. Ich müsste meinen PC komplett, glaube ich, aufrüsten, um auch wirklich die ganzen Spiele in der sehr hohen Auflösung so zu spielen. Da habe ich nicht so viel Lust zu, weil es einfach zu viel Geld kostet. Deshalb, wenn es halt Switch-Spiele und PlayStation-Spiele. Ich könnte mich auch noch für den Xbox entscheiden, aber eigentlich, was auf der Xbox läuft, läuft meistens auch auf der PlayStation, also das ist irgendwie dann egal. Macht dann auch nicht mehr so viel Sinn. So, gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Was er sagt, wenn ich ihm die Axt in die Ohren lege. Ihr könnt mal ja in die Kommentare mal hinterlassen, wie ihr das finden würdet. Wenn wir uns wirklich nur noch auf Nintendo und PlayStation, also Sony, konzentrieren. Ich würde es gut finden. Aber es kann ja sein, dass ihr sagt, oh nee, komm, du bist mit Nintendo angefangen, bitte bleib bei Nintendo. Aber nur Nintendo-Spiele. Ich möchte halt ein bisschen größere Bandbreite haben. Und als Gamer ist es ja nun mal so, dass man wirklich verschiedene Sachen spielen möchte. Ich fühle mich hier draußen so hilflos. Die Leute beruhigt euch. Hallöchen, ich hab deine Axt. Spart euch eure Wut für das Schlachtfeld. Nun, da das dann habe ich mich in ihm getäuscht. Ihr hattet recht, Galmar. Schon wieder? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Gebt den Befehl, mein Gebieter. Und Weißlauf gehört euch. Weißlauf ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe unser Lager inspiziert. Wir sind bereit, Ulfric. Wann immer ihr seid. Wird je ein Mann bereit sein, den Befehl zu geben, der den Tod so vieler nach sich ziehen wird? Nein. Und nicht jeder Mann vermag, diesen Befehl zu geben, wenn er es muss. Doch ihr seid dieser Mann, Ulfric. Ihr wart es eins und ihr werdet es wieder sein. Und diese Männer und Frauen, sie nennen sich Sturmmäntel, weil sie an euch glauben. Sie sind der gemeinste, zäheste und härteste Haufen, den Himmelsrand je gesehen hat. Und sie sind bereit. Sie sind so sehr bereit wie ihr, wenn nicht noch mehr. Seid ihr sicher, dass wir bereit sind? Die Armee von Weißlauf wird zweifellos von kaiserlichen Soldaten verstärkt. Und die Mauern um Weißlauf mögen alt sein, aber sie halten. Wir sind bereit. Ich selbst mag ja alt sein, aber ich würde diese verdammten Mauern mit bloßen Füßen eintreten, wenn ihr mir nur den Befehl dazu geben würdet. Ha, und das würdet ihr auch fertig bringen. Also gut. Es ist soweit. Ja! Sendet die Botschaft, ein neuer Tag bricht an. Und die Sonne geht über Weißlauf auf. Jawohl. Und die Söhne von Himmelsrand werden diesen neuen Tag mit gebleckten Zähnen und blitzenden Schwertern begrüßen. Es geht also los. Eilt zu unserem Lager in Weißlauf. Ich brauche euch an vorderster Front. Ich habe so eine Ahnung, was euch betrifft.
Euer Platz ist auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche euch dort. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Okay. Eine kleine Schlacht. Auch nicht verkehrt. Schlacht um Weißlauf. Lass dir von Galmar Steinfaust Befehle geben. Okay. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Okay. Talos gut, sei mit wenn wir jetzt eine kleine Schlacht geben. Bin bereit mit meinen Schwertern und Dolchen. Mal sehen, wie sich das so kämpft. Die Wache wird vielleicht. Ja, dann soll die Wache noch nervös werden. Mir doch egal. Rein. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Kluger Ansatz. So, können wir über die Karte auch gehen, ne? Wir sollen nicht hier die Gegend eiern. Weißlauf hier. Hey, bin ich gerade irgendwie verkehrt? Da. Oh, ich brauche mich immer so. Lass dir von Geimer Faust Befehle geben. Militärlager, ab dahin. Ja, mal sehen, was es da so gibt. Dunkelelfblut verleiht einen 50%igen Feuerwiderstand. Es gibt anscheinend ja noch sehr viel zu tun hier in Skyrim. Deswegen, aber wie gesagt, Skyrim wird jetzt ist für mich nach der Story abgeschlossen. Aber ich versuche natürlich das Spiel, soweit es geht, komplett zu spielen. Deswegen, aber immer wenn ich die Story von einem Spiel abschließe, wird es von den Spielen halt nur noch nach und nach Folgen geben. Also es wird nicht so sein, dass ich hier alle zwei Tage was hochlade. Aber es wird kommen. Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Sie sagen, unsere Sache sei unrecht. Aber nein, wir sind Bauern, wir sind Handwerker, wir sind die Söhne und Töchter von Ladenbesitzern, Dienstmädchen und Soldaten. Wir sind die Söhne und Töchter von Himmelsrand. Und wir sind nur so weit gekommen, weil unsere Sache gerecht ist, weil wir vereint kämpfen und weil unsere Herzen vor Zorn schier bersten. Was wir hier und heute tun, tun wir für unser Land. Für alle Waren Nord von Himmelsrand. Die Mauern von Weißlauf sind hoch, aber auch alt und brüchig. Genau wie das Kaiserreich, dessen Armee sie beschützt. Ihre Barrikaden behindern uns, aber wir werden erst sie und dann die Kaiserlichen hinter ihnen zerschmettern. Unser Ziel ist die Zugburg. Wenn wir sie herunterlassen können, gehört die Stadt uns. Alle zu mir auf mein Kommando. Zeigt, wie diesen kaiserlichen Milchtrinker wie echte Nord aussehen. Durchbricht die Gegner mit der Barrikade. Ein bisschen schade eigentlich, ich fand die anderen auch ganz nett. Na gut. Joa, das sieht ja. Überhaupt keine Gegenwehr. Okay, da geht's eins. Hey, nein! Na, warte. Vielleicht soll ich besser kämpfen. Ah, voll frei gelaufen. Haha.
Frage ist links. Mal doch ein bisschen Zauber einsetzen. Und zwar Heilung. Los. Heil mich. Okay, ist wahrscheinlich eine Quest, die man hätte aber ganz am Anfang machen sollen. Da. Haut die so ein bisschen rein. Das war schon alles? Wirklich? Nee, es war... Und die Zugbrücke muss runter. Schon gerade eben da oben. Ja. Noch mal da hoch. Ah. Geh durch? Ne, hier nicht. Den Weg finden wir. So, auf die Zugbrücke. Ah, ich stelle mir das ganz schön hart vor, wenn man am Anfang macht, da hat man noch nicht so viel Kraft. Oh. Ah, ist abgehauen. Feige Sau. So, gucken, was Weißlauf uns bringt. Schaden, ne? Naja. Schöne Erinnerung. So sterben schon. Oh. So, wir müssen durchkommen, Leute. Oh. Das ist gar nicht. Du auch nicht. Zack. Ich komme. Okay. Ich gebe zu, es ist easy peasy gerade, weil man wirklich... irgendwie nichts, weil ich jetzt schon zu stark bin für die Quest. Aber auch diese Quests müssen erledigt werden, ne? Anders funktioniert es ja nicht. Deswegen. Ja. Werde den Boden mit eurem Flug. Ist es jetzt ein bisschen spät, meint ihr nicht? Bleib zurück, Herr.
Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pack meine Stadt erobert, ohne sie. Sie gehört mir. Hier ist niemand. Genug. Das reicht. Ich ergebe mich. Frieden! Hört auf zu kämpfen! Ihr solltet mit dem Vogt reden. Ihr ergebt euch? Ich gebe auf. Lasst mir ein paar Stunden zum Packen. Und dann verschwinde ich. Ihr habt mein Wort. Bei Beruf! Wigner Grauen. Eure Familie war auf den Mauern auffällig armut. Jetzt weiß ich. Hier drüben! Ich warne euch nicht noch einmal! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Was hab ich? Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Jetzt nicht mehr. Und ihr? Eher würde ich sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Genug von euch. Das Kaiserreich ebenso sehr wie das Kaiserreich. Oh. Also zu viele, die mich nicht mögen, ne? Okay. Also den soll man nicht nochmal töten. Mache ich auch nicht nochmal. Mitgefühl habe ich halt nicht. Wenn ich was erobern will, dann will ich es ganz erobern. Ganz für mich allein haben. Nein. Halt! So, müssen wir die beiden nochmal besiegen? Ist aber kein Problem. Nee, relativ zügig. Ich werde doch nicht zulassen, dass dieses Pack meine Stadt erobert, ohne selbst das Es reicht. Ich ergebe mich. Hey, was soll ich denn das? Ich ergebe mich. Ausgezeichnet. Ihr habt... Ich gebe auf. Lasst mir ein paar Stunden zum Packen. Und dann verschwinde ich. Wigner Graumähne. Die Familie war auf den Mauern auffällig abwesend. Jetzt weiß ich warum. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht... Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr? Ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann. Bald wird die Rebellion Ulfriks Leuten über den Kopf wachsen. Und was dann? Wir brauchen das Kaiserreich ebenso sehr, wie das Kaiserreich uns braucht. Wir Nord sind das Kaiserreich. Unser Blut hat es errichtet. Unser Blut hält es am Leben. Gerade ihr solltet das doch wissen. Wenn das mein Kaiserreich wäre, könnte man verdammt noch mal anbeten, wen man will. Wollt ihr ein Kaiserreich ohne Talos? Ohne Seele? Bekämpfen sollten wir diese Hexenelfen. Nicht vor ihnen auf die Knie fallen. Der Kaiser ist nur eine Marionette der Talmor. Himmelsrand braucht einen Großkönig, der für es kämpft. Und Weißlauf braucht einen Jarl, der dasselbe tut. Sagt mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Er hat recht. Galmar, kommt! Lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Hört ihr mich, ihr alter Dummkopf? Das ist noch nicht vorbei. Und ihr, ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen.
Geht nach Windhelm und berichtet Ulfric von unserem Sieg. Super. Ja. So, damit haben wir erstmal, ja, Weißlauf befreit sozusagen. Ja, aber recht leicht. Aber naja, liegt ja, wie gesagt, schon ein paar Mal erwähnt, liegt ja daran, dass es das früher in der Geschichte schon hätte passieren müssen. Aber naja, was soll's. So, wir gehen auf die Karte. Eiern zu Witz und sagen ihm schnell Bescheid. Mir. Freut er sich. Der Jarl von Windhelm, Ulfric Sturmmantel, behauptet, der Großkönig von Himmelsrand zu sein und führt die Rebellion gegen das Kaiserreich an. Das macht er. Mit eiserner Hand. Na, werden wir ihm kurz mal Bescheid geben und dann schließen wir diese Folge auch schon wieder ab. Aber ich verspreche euch, es kommen mehrere Folgen. Ich versuche immer so 2 Folgen in der Woche hochzuladen. Mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe es. Ist gar nicht so leicht, immer alles im Blick zu halten. Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Aber wie gesagt, da müssen wir schon nachsichtig sein, wenn mal ein paar Tage keine Folge kommt von einer bestimmten Sache. Das liegt auch oft daran, weil man total geflasht ist von dem Spiel, das man gerade spielt. Und da sehr weit sich gerade reintraut und weit spielt. Und dann möchte man halt weiter spielen. Deswegen kommen auch leider so viele Far Cry-Teile, weil das Spiel mich gerade wirklich packt. Selbst wenn alle denken, oh, dumpfes Rumgeballer, ja, ist es auch irgendwie. Aber die Geschichten dahinter, die kleinen Geschichten mit dem Angeln und das Ganze, das macht einfach sehr viel Spaß. So. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ich rede nicht gern mit Leuten, die in ihre Ehe... Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern. Denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager im Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Verstanden. Für Himmelsrand. So, Leute, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben schon viel drin jetzt wieder, aber das machen wir nachher. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Und bis dahin. Tschüss. Ha ha.